Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte euch ja in einem letzten ASMR-Video, was ich euch gerne nochmal unten in der Infobox verlinke, meine Heilsteine gezeigt und gesagt, dass ich jetzt so ein bisschen damit rumprobiere und euch dann gerne nochmal erzähle, wie ich die ganz konkret nutze. Also schaut euch im Vorfeld gerne nochmal das Video an. Da zeige ich euch meine Heilsteine, erzähle euch auch, wo ich die bestellt habe. Ich erkläre euch auch, was Heilsteine eigentlich sind. Das mache ich in diesem Video nicht nochmal, weil das soll wirklich nur so ein ganz kurzes, knackiges Video machen, wie ich die Steine jetzt in meinem Alltag einsetze. Also nochmal, das hier sind meine Heilsteine. Hier sind jetzt nicht alle drin, weil ich die gerade sehr viel benutze. Ich habe das letzte Video gedreht zu einer Vollmondnacht. Das war ganz praktisch, weil da habe ich zum ersten Mal Vollmondwasser gemacht. Das sah im Grunde so ähnlich aus wie das hier. Also eine Glaskaraffe, Leitungswasser rein und dann zwei Heilsteine rein. Und das habe ich dann ins Mondlicht gestellt in der Vollmondnacht und dann am nächsten Tag getrunken. Das ist dann halt so sehr energetisiert. Und ich muss sagen, ich trinke kein Leitungswasser. Ich mag den Geschmack von Leitungswasser überhaupt nicht. Aber mit den Heilsteinen drin schmeckt das nicht mehr nach Leitungswasser und ist super angenehm zu trinken. Das ist jetzt kein Vollmondwasser. Das ist jetzt Wasser, was ich mir jeden Tag mache. Also die Heilsteine sollten so, also das ist auch nur, was ich jetzt so gelesen habe, ne? Ich bin kein Profi. Die Heilsteine sollten 5 Stunden im Wasser liegen. Deswegen setze ich mir das immer abends auf, damit ich es dann am nächsten Tag über den Tag verteilt trinken kann. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel die Heilsteine fürs Nabelchakra drin. Nabelchakra ist also Lebensenergie und Lebensfreude, aber auch, wenn du so deine Ziele verwirklichen möchtest. Und das trinke ich jetzt so über den Tag verteilt. Da auch bitte zum Beispiel keine ätherischen Öle dazugeben. Und es eignen sich auch nicht alle Heilsteine für die Wasserenergetisierung. Meine allerdings schon. Ich verlinke euch meine Heilsteine nochmal unten in der Infobox. Ich habe da auch einen Gutscheincode noch für den Shop. Und die gehen wirklich auch zur Wasserenergetisierung. Prost. Genau. Und was ich sonst noch damit mache, ist das, was ich auch im Vorfeld schon gemacht habe, jetzt einfach noch vermehrt eingebaut habe, ist die so als Handschmeichler zu benutzen. Das machen auch die Kinder super gerne. Also einfach entweder intuitiv einen auswählen, das mache ich am liebsten, oder wenn ich so ein spezielles Thema habe, nehme ich auch den speziellen für das jeweilige Chakra. Also das, was ich hier habe, das ist ein Chakra-Set, also da findet ihr einen Heilstein für jedes Chakra und den dann einfach so in der Hand halten. Zum Beispiel, während ich meditiere oder zum Beispiel, wenn wir Hausaufgaben machen oder Homeschooling machen. Genau. Oder auch super gerne, während ich meditiere, den Heilstein, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal den fürs Herzchakra nehmen, den dann halt auch wirklich aufs Herzchakra auflegen, während ich meditiere. Das finde ich auch super schön. Oder halt die fürs Nabelchakra dann auf den Nabel zu legen oder fürs dritte Auge oder so. Das ist auch super, super angenehm und mag ich total gerne. Genau, also das sind so diese drei Arten, mit denen ich gerade arbeite. Also als Handschmeichler sie aufzulegen und um mein Trinkwasser zu energetisieren. Und man muss die Heilsteine natürlich dann auch entsprechend wieder aufladen. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weisen machen. Zum Beispiel, indem man sie räuchert mit Salbei. Also ich räuchere immer mit weißem Salbei, den habe ich also sowieso da. Da räuchert man die Steine einfach ab. Man kann die auch im Sonnenlicht energetisieren. Da muss man aber aufpassen, dass man am besten so das erste Sonnenlicht des Tages nimmt, was noch nicht ganz so stark ist, weil sonst kann es einfach auch die Heilkräfte der Heilsteine zerstören. Ich habe mir aber einfach zur Routine gemacht, weil ich habe halt schon auch relativ viele Heilsteine und die kann man ja mehrmals verwenden. Das merkt man dann auch einfach. Also hier seht ihr diese Bläschen, die hier aufsteigen. Das kommt von den Heilsteinen. Und irgendwann sieht man halt, dass das nicht mehr passiert. Kann die Kamera das gut einfangen? Man sieht das halt auch auf den Steinen. Und irgendwann sieht man halt, dass das nicht mehr passiert. Oder wenn man die dann in die Hand nimmt, dann werden die nicht mehr warm. Dann weiß man, okay, den muss ich wieder mal energetisieren. Und ich habe mir einfach zur Routine gemacht, die zur Vollmondnacht auf die Fensterbank zu legen, meine Glaskaraffe fürs Vollmondwasser daneben und dann energetisiere ich die immer
im Vollmondlicht. Und dann benutze ich sie wieder einen Monat, wechsle die halt immer wieder aus. Und so ist meine Routine jetzt damit geworden. Also das mit dem Wasser kann ich sehr empfehlen. Ich habe gemerkt, ich trinke dadurch auch ein bisschen besser, weil ich durch die Glaskaraffe ein bisschen mehr einen Überblick habe, wie viel ich tatsächlich einfach trinke. Also ich trinke halt diese Glaskaraffe und dann noch, wir sagen immer Sprudelwasser. Wartet, Wasser mit Kohlensäure. dann halt noch so zusätzlich und meinen Tee und was ich da nicht alles noch trinke. Genau. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist jetzt so eine neue Sache, die ich mir so angeeignet habe für den Alltag. Und nochmal zu wissen, hey, allein mit dem Wasser, was ich hier trinke, führe ich mir nochmal was Gutes zu. Tu was für die Reinigung meiner Chakren, für meine Energie. Einfach, dass es mir noch ein bisschen besser geht. Und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Das mit den Handschmeichlern, das mache ich auch super gern. Die Kinder lieben das, wenn die dann endlich warm sind. Oh, jetzt ist er warm. Mama, jetzt ist er warm geworden. Das ist super schön. Und die sind tatsächlich echt nicht teuer. Und ich habe da auch noch einen Gutscheincode. Schaut euch das gerne mal an. Auch das Video, was ich halt schon dazu gemacht habe. Und ich würde euch unten in der Infobox noch den Instagram-Kanal meiner Freundin verlinken, weil ich war ja da selber total neu auf dem Gebiet und hatte eigentlich nicht viel Ahnung davon und habe ihr halt jeden Tag geschrieben. So, wann weiß ich, dass ich die aufladen muss? Wie lade ich die auf? Wie reinige ich die? Wie mache ich das mit dem Vollmondwasser? Und sie hat dazu auch ganz, ganz viele Beiträge auf ihrem Instagram-Account gemacht, deswegen verlinke ich euch den mal. Da ist sie bestimmt nicht böse drüber, wenn ihr ihr auch gerne folgt. Sie macht das wirklich super toll. Und wenn ihr Heilsteine schon benutzt und da vielleicht noch einen Tipp habt, was ihr noch so mit denen macht, dann schreibt das super gerne unten in die Kommentare. Auch wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht einen Videowunsch fürs nächste Mal habt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kurze Video gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!